Oh, meine Fresse, ja, hallöchen, meine Lieben und willkommen zu Let's Play oder Let's Hover Battlefield 3 Kampagne. Ja, ich hab's ja unseren lieben Justin versprochen, ich werde die Kampagne auf schwer spielen. Und ich habe schon mal angefangen, die Kampagne auf leicht zu spielen und bin gefühlte, glaube ich, 50 Mal oder so gestorben. Möchtest du wirklich eine neue Kampagne starten? Alle bisher gespeicherten Fortschritte gehen dabei verloren. Ja, schön Spiel. Wie wäre es eigentlich mit mehreren Speicherständen? Aber das kennt eure Konsolen Kacke da ja nicht, ne? So, einfach, wenn First-Person-Shooter für dich ungewohntes Terrain sind. Oh ja, wäre einfach. Feindliche Schüsse rechnen weniger Schaden ab, sie töten dich trotzdem mit 3 Schüssen. Deine Schüsse sind effektiver und die Zielhilfe unterstützt dich beim Schießen. Normal, wenn du mit First-Person-Shootern vertraut bist. Oh nein, oh no, 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 no. Wähle normal, feindliche Schüsse richten normalen Schaden an und die Zielhilfe wird deine Präzision leicht erhöhen. Schwierig. Wenn du ein kampfgestellter Veteran bist, wäre es schwierig. Feindliche Schütze richten mehr Schaden an und die Zielhilfe ist deaktiviert. Ja, schwierig bitte. Denn ich will mich leiden sehen. Eigentlich nicht, aber egal. Mission Semper Fields. Okay, Waffenmodule können überhitzen. Achtung auf der Anzeige und lass sie abkühlen, ehe du wieder schießt. Das habe ich was Scheiß gelesen und mein Ding ruckelt. Ich hoffe, meine Festplatte ist schnell genug und ja. Ladebildschirm werde ich muss nicht rausschneiden. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Speichert. Kannst du gerne machen. Ich kann übrigens den Anfang nicht mehr. Ist schon zu lange her, dass ich gespielt habe. Aber es ist auf jeden Fall verdammt laut. Das gefällt mir nicht. Muss ich glaube ich noch ein bisschen bei mir leiser, leiser reden. Boah, ist das laut. Alter. Also bitte. DICE. Ja. Elektronik, alles präsentiert. DICE und so weiter. Ja, bumm, FF7. Battlefield 3. Ja, weil wenn diese 7, wo Cloud auf den Zug springt. Speichert. Yay. Und auf einmal ist die Grafik dreifach so scheiße. Ja, mein Rechner ist nicht gerade gut. So, ich bin mal gespannt, ob mein Controller meine Maus wiederum spackt. Ja, sie spackt rum, weil es konnte jetzt nicht schießen. Das ist jetzt richtig scheiße. Bei sowas, bei so einem Spiel, wo man. Autsch. Ah, geil, ich bin gestorben, ist das nicht? Oh, ja. Und schon gestorben. Das erste Mal schon gestorben, ist das nicht episch, ey? Das ist doch einfach nur. Ich bin so geil, ich bin so geil, ich bin so geil. Warum habe ich erst geschossen, bitte? Hallo, könntest du mal bitte schießen? Danke. Oh, diese Maus. Meine Fresse, ey. Also ja, Leute, das Problem mit der Maus hat sich immer noch nicht geregelt und es hat gerade geleckt. Das gefällt mir nicht. Und ja, ich werde wahrscheinlich sowas von oft recken. Und auf jeden Fall, ich stimme voraus, das sollte man eigentlich bei dem Spiel nicht machen. Weg hier! Kann ich jetzt irgendwie schießen bitte. Eine Mann ordentlich! Boah! 3 Schüsse, Mann, ich sehe. Hallo! Oh ja, ich ziele gar nicht und trotzdem ziele ich. Sondern die Scheiße. Ah, das regt mich auf, ne? Und es laggt. Das regt mich auch genauso auf. Ja, das kann ja was werden. Dann erstmal zigtausende von Gegnern kommen. Das kann ja was werden hier. So, warum denn jetzt hier den Typen? Nee. Da. Ich schieße. Ja, ich drücke die Maustaste und trotzdem schießt er nicht. Na, der ist instant tot. Einigermaßen geht es mal vorwärts hier. Okay, ich werde übrigens nur eine halbe Stunde ungefähr aufnehmen. Also vielleicht 1 bis 2 Missionen. Mehr auch nicht. Habe ich keine zweite Waffe. Okay, nee, gut. Aha. Was habe ich jetzt? Habe ich eine.
Ah, Shotgun aufgenommen. Gut. Mit denen treffe ich wenigstens mal Gegner. Und diese Scheißmaus geht mir so auf den Keks. Alter. Ja, Leute, ja. Ich hasse Quick-Time-Events übrigens. Ich finde die scheiße. Und warum leckt es eigentlich so viel? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt überhaupt nicht. Das ist so. Nee, das ist. Hallo. Hörst du mal auf. Ah, das ist. Ach, das regt mich echt auf, der Scheiß, ne? Das ist echt einfach nur, okay. Leertaste. Bam. Bumm, zack. Es explodiert. Ja, danke auch. Naja. Von den Spielen hatte ich übrigens nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt, von Battlefield und Call of Duty und was weiß ich was alles noch. YouTube, du schießt mir jemanden Haufen, mein Freund. Ah, ich ducke mich doch, was willst du denn? Ich ducke mich schon die ganze Zeit. Ja, könnt ihr auch von eure Sachen durch die Gegend zu schmeißen. Das nervt ein bisschen. Da. Wozu brauche ich das Ding? Ach, weißt du was, ich hab's auf. Auch wenn das jetzt nichts bringt, jetzt irgendwie. Oh, ein geiler Finger. Aua. Lass mal mit beim Haufen schießen. Nicht nachfragen. Könnten da irgendwelche Leute sein, die Familien haben? Hondchen. Nee. Nein. Wer schießt hier? Oh, mein FPS nicht. Ich war voll ab. Wenn du auch den ganzen Onkel erkennst. Ich glaube, deine Festplatte ist eigentlich gar nicht für so Ultra HD geil, mega geile Spiele gemacht. Deswegen ruckelt es auch ständig. Ich hoffe, das macht sie mal keine Asynchronität im Endeffekt. Weil, ja. Es geht auch nicht vorausstürmen oder sowas. Bleiben einfach schön in ihren Deckungen. Ich könnte ja auch nicht irgendwie vorwärts gehen. Ne? Nö. Ich bleib einfach hinter meiner Deckung. Und ich bin einfach blöd. Ja. Naja, was erwarte ich eigentlich so ein. Nach 15 Shooter. Ich mag Shooter nicht. Ich spiele das halt einfach, weil. Baum. Wegen Justin. Weil Justin hat gesagt, hat ich soll spielen auf schwer. Und bin da schon gestorben. Hallo! Ja. Weiß ich doch nicht. Noch scheißegal. Weiß nicht, was du für ein Typ bist. Mission, Operation, Operation Sportbreaker. Ja. Schwertbrecher. Oh Gott, was trinken. Ich glaube, die eine Mission schaffe ich noch und dann. Dann muss ich wahrscheinlich Schluss machen. Ich finde es ja kacke, dass das Spiel keine freie Speichersystem hat. Ne? So aus finde ich immer beschissen. Auf dem PC sollte man frei speichern können. Scheiße. Ja. Man sollte auch nicht sein Cola-Mix-Kram über die ganze Scheiß-Tastatur machen. Irgendwie. Was ist das jetzt? 8 Stunden zuvor. Ach so. Sehr nett. Arschloch. Pixar. Der Solomon. Lag.
Oh ja, immer diese netten Regierungsbeamten in den USA. Das ist runtergefallen. Ach so. Nö. Diese Lex. Bisschen was noch Verschüttungszeugs am Boden. Naja. Kann ich auch laufen? Nö, okay. Ja, weil irgendwelche Entwicklerstudios denken, solche Leute sind ganz, ganz böse immer und bla bla bla. Treff dich mit Cole, rucke mit dem Squad vor. Ja, schön. Wir sind übrigens die Namen von den Leuten scheißegal, die werde ich mir auch nicht merken, weil die sind flach wie ein Stück Brot. Mehr sind die nämlich nicht, die Charaktere in dem Spiel. Utsch, sorry, einfach nur irgendwelche Typen halt, wenn man hinterher rennt. Ich stelle mich hinter dich. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Jo, scheißegal. Schick Frostner ist er wahrscheinlich. Was ist Kesselweg? Wer ist die PDA? Wer sind die ganzen Leute hier? Wird nichts erklärt, irgendwie. Wo kann ich jetzt mal irgendwie... Na, rennen darf ich nicht. Und ja, Maus bin ich um. Und das kannst du gleich mit dem Controller spielen, obwohl das wird noch mal abspacken. Schön ist ja, die machen nichts, bis man nicht eine bestimmte Sache erledigt, halt hingelaufen ist. Und hallo Hund. War ich nur am Schießen? Nö. Ich war zu langsam, hätte ich den Hund wahrscheinlich abschießen können oder so, keine Ahnung. Ist mir auch egal, wie ich eigentlich noch gar nicht. Was für ein Scheiß die eigentlich labern. Na gut, ach, das ist eine Schule, alle Schule. Was steht denn da? Ja, leck, hör auf zu lecken. Wow, hat das aber spät nachgeladen. X hoch 4 mal 3 hoch 2 plus X hoch 2 mal Y plus, Klammer zu, oder was das dann ist, gleich 0. Oh, heute nicht Let's Play Battlefield 3, sondern Let's Play Mathe. Oh Mann, ey. Ist da wollen wir nicht mehr rennen, oder wie ist das? Naja, egal. Was soll's. Ja, und hier kommen schon die ersten Gegner wieder. Was geht denn da ab? Hallo! Solche Freunde? Scheiß Laber. wo soll ich lang? Achso, die soll ich einfach folgen oder was? Naja, aufschießen. Bla bla bla. Hallo, hör auf zu lecken. Wenn ich hier. Ja, hallo. Achso, jetzt. Da musste es einen unsichtbaren Trigger einschalten, bevor hier irgendwas. Naja, immer diese. Aua! Während er ist geschossen. Achso. Einfach Leertaste. Leertaste. Ja,
So, wo sind es? Ach da. Das sind welche. Und au, 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 au. Ja, muss ungeschaltet, du bist gestorben. Schönes Spiel, habe ich auch mitbekommen, dass ich gestorben bin. So. Jetzt aber. So, ich bleib schön in Deckung. Ich bin. Au, 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 au. Au, wo kommt denn das her? Weg hier! Die regeln da schon ein. Irgendwann schießen sie die schon von selber. Ich meine, hier gibt es keine EP, kein gar nichts. Es ist scheißegal, ob ich die Gegner erschieße oder nicht. Mir jedenfalls, da können die anderen auch mal ein bisschen, die sind nämlich unsterblich. Das ist nämlich das Schöne an Battlefield 3, dass die eigenen Leute übelst einfach unsterblich sind. So, mit Y kommen wir übrigens in die Bauchlage. Und die Dialoge in den Spielen sind mir echt sowas von scheißegal, ob ich da reinquatsche oder nicht. Weil die sind einfach nur. Wann schafft es 12 Uhr? Erster Stock irgendwo da. Einfach wild rumschießen und dann, wo ich den Gegner nicht sehe. Ja, ich bin sehr. Sehr. Was? Wo? Ach, da. Oder wo soll ich schießen? Schießen folgen. Oh, ich bin ja schon wieder tot. Kacke, kacke, kacke. Und ich bin tot. Ja, ich hasse es, ey. Ich sehe die Gegner einfach in dem Spiel nicht. Das ist das Problem. Weil die ganzen scheiß Lichteffekte und Kram sieht man die ganzen scheiß Gegner nicht. Grafik schön hin und her, aber wenn man die Gegner sieht, bringt mir das auch nichts. Sonst ist halt gespeichert. Also übrigens ganz geil, dass den Spieler auch ein ziemlich besch. Was? Hä? Wo bin ich denn, warum bin ich jetzt gestorben? Habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber egal. Huch. Ich rutsche hier fast besonders. Hm. Kurze Pause. So, das ist hoffentlich da unten trocken. Hätte man nicht die Kohle verschütten sollen, ne? Ich will erstmal weg hier. Au, ich bin ein Schmier tot! Ich renne einfach nur wieder aufgescheucht ist Huhn umher. Au. Das war jetzt Fail. Komm ich wieder noch auf. Jetzt habe ich nämlich gerade die Windows-Taste gedrückt und nicht SDG zum Ducken. Noch bekloppt. Und die Frames gehen ein, das gefällt mir nicht. So, wo sind die jetzt? Okay. Ja, ich hab ihn erwischt, du Vollidiot. So. Das will ich gerne erstmal heilen. Das Schöne hier ist an der Kampagne. Ah, es leckt. Ich glaube, ich schneide mal eben kurz. So, es haben sich hoffentlich vielleicht endlich mal irgendwann mal die Frames hier beruhigt. Ansonsten drehe ich hier noch durch. Wo rein? Ach so, hier. Oder was? Ach so. Okay. Hier lang. Da gibt es den Typi. Dem. Lebt er noch? Keine Ahnung, ob der noch lebt oder ob der. Warte. Ich glaube nicht, ich glaube, der ist schon tot. Ich glaube, oder? Oder? Hallo? Timus, das wird nicht toleriert. Ups. Ja, ist sehr gut, Spiel, ich weiß. Nicht so gescheitert wegen Teampush, das wird nicht toleriert. Obwohl die keinen Schaden davon bekommen, macht eigentlich auch nicht sehr viel Sinn, aber egal. Ey, hallo, Marus, ja auch. Die Synchronsprecher hören sich auch übelst beliebig an, irgendwie, als würden die das gar nicht richtig. Naja, kommt mir vielleicht mal so rüber.
Muss ich hier nicht hoch, muss ich nicht hoch. Hallo, Exit. Aha. Es geht hier eigentlich ab vor die Erdbeben. Ist immer lustig, wie die Leute in Erdbebengebieten ihre Häuser bauen und dann meinen, oh, wird nichts passieren, ich werde nicht durch ein Erdbeben sterben, nein, nein. Und dann, oh, Erdbeben, scheiße. Jetzt gehen wir los. Achso, die schießen durch die Fenster, hallo. Ja, schön. Das ist ganz schlechte Idee gewesen jetzt. Da ich weiß, was zu tun ist, renne ich jetzt einfach dran vorbei und tschüss. Und tschüss und tschüss und tschüss und tschüss und hier in die Bauchlage gehen und jetzt einfach nur abwarten. Das brauchen die natürlich ewig, bis die hier irgendwie mal ankommen. Aber na egal. Es wird nämlich richtig, richtig unschön jetzt. So, jetzt muss ich nämlich erstmal gucken, wo der Typ ist. Das ist nämlich ein Scharfschütze, der da drüben irgendwo rumhängt. Und wenn man sich nur ein bisschen irgendwie blicken lässt, dann knallt er einen schon ab. Und die Maus spackt gerade ein bisschen sehr rum. Wir sehen, dass vielleicht ein bisschen zu viel Cola verschüttet worden ist. Oder habe ich die Mausempfindlichkeit scheiße eingestellt? Eigentlich nicht, ne? Müsste eigentlich noch eingestellt sein, ordentlich. Kommt irgendwie ein bisschen komisch schon, die Mausempfindlichkeit. Gameplay war das oder was? Nee, wo war das? Steuerung? Ach, Mausempfindlichkeit. Müssen wir herstellen, vielleicht. Ach, das fühlt sich schon nicht mehr ganz so sperrig. Aber das ist einfach nur. Ach nee, das ist einfach nur, weil das Kabel unter der Tastatur hängt. Ja, sehr geil, Claim, sehr geil. Oder wie? Ey, ich bin doch schon da, du Idiot. Bin schon längst vor euch allen da. Durch geskriptet hat auch seine Schwächen, ne? Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Okay, da ist der Scharfschütze. Ja, Jack. 50 Meter auf halber Höhe. Er hat sich verkrochen. Ich habe Panzerabwehr. Geht's lag. Unsere Deckung verabschiedet sich. Yeah, Maus. Was geht denn ab? Mit einer Maus gerade. Warte mal. Maus empfinde ich gerade noch höher oder was? Stimmt, speichern. Ja, FPG aufheben. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung. Während du schießt, pass auf deinen Rückstoß auf. Bereit halten. 3, 2, 1. Feuer frei. Ja, wo soll ich ihn hinten schießen? Ach, da. Da soll ich ihn schießen. Aha. Habe ich ihn jetzt getroffen oder habe ich ihn jetzt nicht getroffen? Oder anscheinend doch. Hallo, du sollst aufhören. Nicht sterben. Boah, das ist so lange war es unspielbar, wenn das so weiter leckt. Kein Problem, Medevac. Welche Richtung? Over. Also das hat ja schon beim normalen Spiel geleckt, aber jetzt bei der Aufnahme, da ist es ja noch schlimmer. Was sehen würde. Ich habe die beiden ersten Mal schon nicht gesehen, wo ich da war. Wo? Jetzt habe ich verstanden. Über Coden. Ah ja, geil. Ich werde schon wieder abgeschossen. Gefällt mir nicht. Ja, ey, scheiße. Ich bin nicht angefangen, dann nicht, wenn es laggt. Richtig scheiße. Richtig fucking scheiße. Aber Leute, das reicht erstmal fürs Erste. Ich mache es erstmal Schluss, dann habe ich schon eine Aufnahme, reicht erstmal.
Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei diesem tollen Spielen, Anführungsstrichen. Bis dann, ihr könnt ja gerne die Tote von mir mitsehen, wenn ihr Lust habt. Bis dann.